und das kostet nicht viel Geld, aber das ist so schön. So wertvoll, ja. So emotional wertvoll, kann man ja wirklich sagen. Hi Leute, hier sind wieder eure Ness und eure Anni und heute haben wir ein ganz, ganz besonderes Video für euch, was mir tatsächlich auch irgendwie am Herzen liegt. Wir wollen euch heute mal DIY-Weihnachtsgeschenkideen zeigen, die super wenig Geld kosten, aber eigentlich alle total von Herzen kommen und total schön sind. Ja, wenn euch das interessiert, bleibt super gerne dran. Und dann wünschen wir euch viel Spaß bei dem Video. Die erste Idee, die wir haben, ist, dass man eine Wertschätzungskarte verschenkt, also quasi ein bisschen Mut verschenkt, weil man, ich finde, man bekommt im Alltag halt irgendwie viel zu wenig Wertschätzung entgegengebracht oder Anerkennung oder viel zu wenig liebe Worte manchmal irgendwie. Und das ist halt dafür gedacht, den Beschenkten damit sozusagen ein Lächeln zu schenken und eben auch Mut im Alltag und ein bisschen Positivität auch irgendwie. Dazu haben wir so kleine Umschläge besorgt und eine Karte genommen. Da haben wir was Schönes draufgeschrieben für den Beschenken. Einfach liebe Worte, was wir toll an dem finden, kann man schreiben. Oder was man an ihm bewundert oder irgendwelche lieben Worte eben. Das packen wir dann einfach zusammen und dann kann man das so super schön verschenken. Und ich wette darauf, dass das ein super schönes Geschenk ist. Da freut sich doch eigentlich jeder drüber. Also teilweise, es kommt halt auch wirklich nicht auf den Wert drauf an, sondern einfach auf den Gedanken dahinter. Ja. Dass man sich diese Mühe gemacht hat. Ja. Und ja, dass man das einfach wirklich von Herzen meint, ne? Das nächste ist ein Schenken von einem unvergesslichen Erlebnis. Und zwar haben wir da einfach zwei Heliumballons genommen und damit soll man einfach mit dem Beschenkten sich an einer Karte einen schönen Spruch oder einen Wunsch, was man halt so haben möchte oder irgendwie ein Gedanke oder sowas mit draufschreiben und das dann zusammen aufsteigen lassen. Ich finde das eine wunderschöne Idee. So schön. Also man kann tatsächlich auch erstmal über die Wünsche sprechen, was man haben möchte zum Beispiel oder einfach, ne, was einem gerade durch den Kopf geht. Und man hat, wie gesagt, diese Zeit zu zweit für sich irgendwie, die man wieder mit verschenkt und einfach schon diese Symbolik, dass man das in den Himmel hinaufsteigen lässt, um das irgendwie wahr werden zu lassen. Ja. Ne? Vor allem auch mit einer wichtigen Person zusammen. Ne? Ich finde das auch richtig schön. Ja. Man kann halt das vor allem auch irgendwie mit einem schönen Spaziergang oder so verbinden und dann ist es ja ein super Aufhänger, wenn man über seine Wünsche spricht oder so. Ne? Das finde ich auch eine super, super schöne Idee. Obwohl es nur eine totale Kleinigkeit ist, nur was super Einfaches, was aber irgendwie mega von Herzen kommt. Ja. Okay, wir streiten uns gerade ein bisschen darum, wer euch das jetzt erzählen darf. Ich freue mich ja, dass das jetzt an mir war, das einmal vorzustellen. Und zwar ist es quasi so, dass man bunte Erinnerungen verschenken kann. Wir haben uns das tatsächlich gegenseitig schon geschenkt, mehr oder weniger. Es geht halt darum, dass man Erinnerungen, die man zusammen erlebt hat oder Sachen, die einen verbinden oder irgendwelche Erlebnisse oder was auch immer, ne, dass man das zusammen sammelt und als Geschenk verschenkt. Man kann das einmal als Textform sozusagen verschenken oder eben einmal digital. Das haben wir auch beide gemacht. Ich habe Anders ein Buch gebastelt. Und ich habe ihr ein Video zusammen gebastelt mit allen Erinnerungen, die wir so haben. Genau. Und das ist wirklich super, super schön. Also ich gucke da wirklich regelmäßig rein. Ich bin so traurig, dass ich das verschenken musste. Ich möchte das auch haben. Ja, es ist wirklich eine richtig, richtig tolle Erinnerung. Also da steckt halt auch wirklich viel Mühe drin. Also, was man vielleicht zeigen kann, das ist halt irgendwie eine Umarmung ist da mit drin oder... Was haben wir denn hier noch dran? Ich kann mich an diesen schönen Kaffeeklecks erinnern. Ja, für die Kaffeenachmittage, ne? Dann sind Gedichte sind halt mit drin und sehr seltsame Fotos. Alle Escape-Räume, die wir gespielt haben, zum Beispiel, habe ich mit reingepackt. Oder Songtexte, die uns verbinden, irgendwie Lieblingsspiele, die wir haben. Also alles kann man da reinstecken, ne? So Fotos, wo wir gewesen sind. Also da ist irgendwie gefühlt wirklich alles drin, ne? Und auf dem
Ich habe das halt als USB-Stick geschenkt bekommen, eben mit gesammelten Fotos und Videos. Und das war eigentlich das Gleiche, nur halt in digitaler Form. Ja. Und ich glaube, das sind so die schönsten Geschenke, die man bekommen kann, weil es steckt halt unfassbar viel Mühe in sowas und unfassbar viel Liebe auch irgendwie. Das, ich glaube, es gibt niemanden, der sich nicht über sowas freut. Ja, ich glaube auch nicht. Also ein absoluter Geheimtipp. Letztendlich braucht man da halt einfach nur in dem Fall ein Notizbuch und was zum Basteln. Ja. Also ne, Stifte, Bastelpapier, was auch immer. Und bei dem USB-Stick ist es halt der USB-Stick und die Fotos. Und das kostet nicht viel Geld, aber das ist so schön. So wertvoll. Ja. So emotional wertvoll, kann man wirklich sagen. Und das ist halt wirklich ein Geschenk für Jahre. Also, ja. Ich bin so traurig, dass ich es weggeben musste. Das geht nicht auf mich wieder her. Nein, verstehe ich. Das ist schon wirklich schön, sowas. Das nächste, was man verschenken kann, finde ich auch eine richtig super schöne Idee. Es ist super einfach. Einfach mal eine Tüte von irgendwas. Wir haben uns jetzt für eine Tüte Auszeit entschieden. Genau. Man klebt einfach auf eine durchsichtige Tüte einen kleinen Zettel mit dem Titel dann sozusagen ran, packt das mit kleinen Sachen, wie jetzt eine Maske oder Schokolade, irgendwie, ne, was halt so gerade passend zu dem Thema ist und von dem man auch weiß, dass der andere es mag. Also es bringt natürlich nichts, ne, irgendwie Alkohol da reinzupacken und der trinkt kein Alkohol oder so, ne? Das macht keinen Sinn. Aber das ist auch wieder so eine Sache, du machst dir Gedanken um den anderen und du denkst dir dabei, Mensch, er braucht jetzt Urlaub oder er braucht eine Auszeit. Genau. Und das sind wieder so Geschenke, die kommen von Herzen und über die freut man sich einfach tierisch. Wir haben nochmal was Ähnliches, nur als andere Variante. Das ist jetzt keine Tüte, die wir letztendlich packen, sondern so eine Art Care-Paket. Da kann man sich auch jedes mögliche Thema irgendwie überlegen. Ich glaube, wir hatten zur Hochzeit so ein Care-Paket für die Ehe oder so auch geschenkt bekommen. Ne? Da ist es halt vom Thema ein bisschen anders, aber letztendlich sind da auch super viele Produkte drin. Also Kleinigkeiten auch, die eben zum Thema passen. Ne? Beim Thema Ehe, ich weiß gar nicht mehr, das war halt so ein bisschen so ein Veräppel-Geschenk auch. Ne? Also da waren so super witzige Sachen drin, so weiß ich nicht, ein Taschentuch, um die Tränen zu trocknen oder sowas halt von der Art her. Kann man aber auch super schön zusammenpacken. Ich glaube, da freut sich auch jeder drüber. Das ist eben eigentlich der gleiche Gedanke, ne? Dass man irgendwas Schönes findet, was der andere gerne mag oder gerade gebrauchen kann und das halt einfach als gesammeltes Paket zusammenzubasteln sozusagen. Da haben wir auch einfach einen Karton genommen und den mit Geschenkpapier beklebt quasi und dann einfach ein paar Sachen da reingepackt, über die die beschenkte Person sich vermutlich freuen wird. Ja, super schnell gemacht und auch günstig und auch eine schöne Idee. Ja. Dann haben wir einmal die Öffne-mich-wenn-Umschläge. Ich habe die ja tatsächlich zum Geburtstag von Anni gekriegt. Das kann ich euch immer zeigen. Erstmal ein ganz normaler, einfacher Karton. Hoppala, ziemlich schwerer Karton. Ja. Und dann einfach mit verschiedenen Sachen auch geklebt. Kann man ja dementsprechend auch nach Thema dann, was man halt haben möchte. Hier sind es jetzt halt die Monate, Tage, Zahlen, ne? Also wie viele Umschläge jetzt da gerade zum Beispiel drin sind. Genau. Und tatsächlich kann ich euch sagen, ich habe immer noch Umschläge, die ich nicht geöffnet habe. Einfach, weil ich noch nicht die Situation hatte, wo ich sie gebraucht habe. Und das ist so besonders. Also wenn man sie wirklich so öffnet, wie sie sein sollten, hat man ganz, ganz lange was davon. Falls es irgendjemand nicht kennt, ist letztendlich, dass man das Thema da drauf schreibt. Also ich weiß nicht, öffne mich, wenn... Also hier steht, wenn es mal Tränen gibt und du Trost brauchst. Und dann soll man das halt in der Situation letztendlich erst öffnen. Das ist ein bisschen so der Hintergedanke da gewesen. Da ist echt noch viel übrig. Nee, da sind auch noch die... Ach so, ich wollte sagen. Da sind nur noch die hier übrig. Genau. Vielleicht können wir mal ein paar Beispiele sagen. Also hier ist zum Beispiel, wenn du mal ein Licht im Dunkeln brauchst, da war zum Beispiel ein Feuerzeug drin. Fand ich auch eine richtig süße Idee. Oder, das fand ich auch süß, wenn du mal wieder ein Kind sein möchtest, da war ein Kinderriegel. Was ich auch schön fand, ist, wenn du mal was Schönes sehen möchtest. Oh, da war ein Handspiegel drin. Das war so war auch süß. Schön, ne? Das war auch schön. Oder hier, wenn du mal ein Lächeln brauchst, da waren ganz viele Mini-Smileys. Die habe ich alle einzeln ausgeschrieben. Wollte gerade sagen, das muss Riesenarbeit gewesen sein, weil das wirklich präzise ausgeschnitten wurden.
aber letztendlich auch wieder nur Kleinigkeiten, ja. Ne? Das, was man basteln kann, wo man jetzt oder nicht viel Geld für ausgeben muss. Was man eh im Haushalt irgendwie teilweise auch hat, ne? Ja. Wie zum Beispiel, wenn mal wieder zu viel Müll passiert, da war so eine kleine Mülltüte dabei. Fand ich super, ne? Ja, also, das sind halt Ideen. So Sachen, ja, die kann man irgendwie immer zusammenstellen, ganz einfach. Und da freut man sich ganz, ganz lange. Ja? Und das ist, ja, wie gesagt, ich habe da immer noch meine Freude dran. Gutes Geschenk. Die letzte Idee, die wir haben, die ist auch relativ einfach umzusetzen, ist aber auch eine super schöne Idee. Und zwar wollen wir ein Merci verschenken quasi, also ein Dankeschön. Dazu braucht man eigentlich nur eine Merci-Packung, macht die einfach vorher einmal auf und klebt oben um dieses Merci-Logo auf jedem Schokoriegel quasi ein kleines Stück Papier, Karton, buntes Papier, irgendwas in der Art und schreibt halt da drauf, wofür man dankbar ist der Person. Oder da kann man ja auch einfach drauf schreiben, warum die Person toll ist oder sowas, ist ja ganz egal, ne? Haben einfach drauf geschrieben, wofür wir der Person dankbar sind. Da freut sich der Beschenkte, glaube ich, auch mega drüber, weil auch das wieder so ein kleines Stück Wertschätzung ist und positive Gedanken. Man hat sich wieder, genau, Gedanken gemacht. Genau. Ja. Auf die Person auch ein bisschen zugeschnitten dann halt, ne, eben weil man sich ja bei der Person persönlich bedankt. Ist vor allem eine super Überraschung. Man denkt, man bekommt einen Merci-Kasten. Wenn man den dann halt wieder einpackt, erstmal so, oh, Schokolade. Und wenn man es dann aufmacht, das ist halt eine absolute Überraschung auch, ne? So ein ganz besonderes Merci quasi. Ja, genau. Ein sehr persönliches. Genau. Ja, Leute, das war's schon wieder mit unserem Video. Ich hoffe, ihr habt vielleicht die ein oder andere Gedankenidee mitnehmen können, die ihr vielleicht verschenken möchtet. Schreibt gerne mal unten in die Kommentare rein, ob ihr vielleicht auch selber schon sowas verschenkt habt. Und dann würden wir uns freuen, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst und den Kanal abonniert, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!